Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Bullet Journal Setup von mir. Heute probieren wir mal mit all diesen Materialien etwas ganz, ganz Neues. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Für mich war es auf jeden Fall extrem aufregend. Ich habe in den letzten Videos öfter darüber gesprochen, dass ich mich so ein bisschen festgefahren gefühlt habe, so in meiner Bujo-Routine. Und irgendwie haben die Spreads gut für mich funktioniert. Aber ja, irgendwie war es auch ein bisschen langweilig. Und ich bin im August sehr, sehr viel unterwegs. Das heißt, ich habe kaum Zeit, unterwegs auf Reisen was in mein Bujo einzutragen. Und ich kann sowieso nur ganz wenige Stifte mitnehmen. Deswegen dachte ich, ich nehme meinen Planer daher und versuche mich mal an einem Scrapbooking-Stil. So ein bisschen Mixed Media, sprich unterschiedliche Materialien. Viel auch ja, einfach mit Collagen arbeiten. Und so einfach, dass ich nur ganz wenige Stifte brauche, um tatsächlich dann mein Bullet Journal auf dem neuesten Stand zu halten. Und ich habe angefangen mit so einer ja, schönen Quote-Page. Und falls ihr euch für die ganzen Fotos und ja auch Gestaltungselemente interessiert, die ich hier benutzt habe, die Fotos und auch die Texturen, die ihr später sehen werdet, habe ich alle selber entweder fotografiert, gemalt und eingescannt. Und ihr könnt euch dazu ein kleines Paketchen mit PDFs auf meinem Blog downloaden. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und wenn ihr das Ganze danach macht, könnt ihr natürlich mich sehr, sehr gerne wissen lassen, wie es euch gefallen hat und mich auf Instagram verlinken. Ihr findet aber auch sonst alle Materialien, die ich verwendet habe, unten in der Infobox. Ich habe hier mal auch mit Füller gearbeitet, zumindest für den Zeitpunkt, wo ich noch zu Hause bin und ja einfach Zeit habe, Sachen schön einzutragen. Ich finde Füller einfach ja so ein richtiges Retro-Feeling, so ein Throwback und ich mag es mega, mega gerne. Und ich finde, man schreibt auch viel, viel aufmerksamer und achtsamer mit Füller, weil man eben ja immer noch so dieses Gefühl hat, dass man das nicht so einfach ausradieren kann. Und es macht auf jeden Fall total viel Spaß. Ja, und ich habe mich diesmal auch dazu entschlossen, einfach weniger Seiten zu machen und das Ganze ein bisschen zu komprimieren. Es ist ja schon recht pompös dadurch, dass ich eben ja so viele coole Fotos und Gestaltungselemente verwendet habe. Aber ich habe quasi nur eine August-Übersicht und dann mache ich mir eine Erinnerungsseite und ein Award-A-Day-Spread. Die Memory-Seite, die ihr gerade hier links seht, da möchte ich einfach Sachen einkleben, vielleicht irgendwelche Zugtickets oder ja einfach so Kleinigkeiten. Da werde ich euch das Ganze natürlich nochmal zeigen, wenn es fertig ist. Und die Textur ist quasi so ein bisschen wie so ein Hintergrundbild gedacht. Und auf der anderen Seite habe ich mein Word-A-Day-Spread, das heißt, da möchte ich jeden Tag ein Wort eintragen, was so für den Tag steht oder auch mal ein bisschen mehr, je nachdem. Und dann habe ich das Ganze noch ein bisschen mit Washi-Tape verziert. Weiter geht's mit meinem Habit-Tracker. Ich mache mehr oder weniger mein klassisches Layout vom Aufbau her, aber habe einfach ein bisschen mehr Platz auf der Seite für Deko übrig gelassen. Und ihr seht jetzt auch, welche ja, kleinen Gewohnheiten ich tracken möchte. Generell habe ich zwar schon viel aufgeschrieben, aber auch nicht zu viel. Ihr wisst ja, wenn man unterwegs ist auf Reisen, die meiste Zeit ist es auch ein bisschen schwieriger, an Routinen festzuhalten. Gleichzeitig ist es aber so wichtig, an Routinen festzuhalten. Und deswegen möchte ich trotzdem einige Sachen ja, so gut es geht beibehalten und mich dran halten. Und auf der nächsten Seite folgt mein Sleeplog. Ich habe das diesmal ein bisschen kreativer benannt mit Dream. Und ehrlich gesagt war das ein Zufall. Ich dachte erst gar nicht, dass ich gar keine Überschriften zeichnen oder malen oder lettern will, sondern ich hatte nur so ein paar in dieser Schrift ausgedruckt und fand es eigentlich ganz cool und dachte, dieses Dream wäre eher so ein Gestaltungselement abseits von der Überschrift. Aber am Ende ging es sich dann genauso aus, dass es einfach alle Überschriften gab, die ich mir ausgedruckt hatte quasi, die ich dann auch machen wollte. Und dann dachte ich, dann benutze ich das Dream als Sleeplog-Überschrift und finde es auch ganz nett. Manchmal ist es auch ganz schön, sich so alternative Wordings zu überlegen.
Und falls ihr jetzt noch ein paar ganz besondere Details einfügen wollt, könnt ihr zum Beispiel einen weißen Stift nehmen oder auch Metallic-Stifte, finde ich auch super schön. Und gerade auf den Collagen nochmal ein paar Punkte oder ein paar Striche oder so ein paar andere Muster malen. Das finde ich allgemein sehr, sehr schön. Ich war da jetzt nicht so super experimentierfreudig und habe eben einmal mit so einem weißen Stift Punkte gemalt auf einem sehr intensiven blauen Untergrund. Und dann habe ich das Ganze auch nochmal auf diesem Packpapier/Pappkarton-Hintergrund gemacht und finde ich auch extrem, extrem schön. Ja, und das war es dann auch eigentlich mit dem Setup. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt nochmal alles an. Ich muss sagen, ich finde es super schön. Ich kann gar nicht glauben, dass es das erste Mal ist, dass ich sowas gemacht habe. Und der Prozess von solchen Collagen ist wirklich faszinierend. Irgendwie, man macht sich ja schon Gedanken, während man die Sachen ausdruckt und auswählt, aber so einen richtigen Plan hatte ich persönlich noch nicht. Das habe ich wirklich erst, während ich das Video gedreht habe, gemacht. Und es ist ein sehr kreativer Prozess und manchmal denkt man sich, während man das macht, so, oh Gott, das sieht gar nicht gut aus, oh mein Gott. Darum geht es ja aber auch beim Bullet Journaling gar nicht und irgendwie am Ende sieht es trotzdem gut aus und es ist so total zufriedenstellend und cool, das irgendwie zu machen. Und ich kann es euch nur empfehlen, gerade mal so vielleicht, wenn ihr so ein kleines Projekt für den Sommer wollt oder mal was Neues ausprobieren möchtet. Man kann natürlich auch noch viel mehr Lettering und Handgeschriebenes jetzt dazu mischen. Und hier zeige ich euch einmal, wie ich mir das vorstelle, wenn ich irgendwelche Bilder einkleben will. Wobei ich dafür auf jeden Fall so kleinere Fotos und kleinere Schnipsel und kleinere Dinge brauche. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall mega, mega cool und finde, man kann auch total schön mit so Farbthemen spielen. Ich habe ja so eine große Washi-Tape-Collection, die ich ja seit Ewigkeiten nicht mehr so richtig nutze, weil ich irgendwie keine Verwendung mehr habe. Aber in diesem Scrapbooking-Stil finde ich das auch sehr, sehr schön. Und falls ihr gute Instagrammer kennt, die auch so einen Scrapbooking-Stil haben, könnt ihr mir gerne mal jemand empfehlen. Ich folge nämlich, glaube ich, irgendwie fast niemandem, der sowas macht. Und mich würde das total interessieren, da mal mehr Bilder zu sehen. Ja, und das ist dann mein Bullet Journal Setup für den Monat August. Ich bin echt happy damit, bin gespannt, wie es ausgefüllt aussieht. Und falls ihr da auch dranbleiben möchtet, könnt ihr mir auf jeden Fall auf Instagram folgen, bei TNTwix und TNCreate natürlich. Und dann halte ich euch da auf dem Laufenden. Und ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald natürlich in einem neuen Video wieder. Bis dann. Tschüss.